Darin steckt ein Jahr lang Schweiß und Blut. Und für das arbeiten wir. Am 6. und 7. April Frühlingsdegustation auf dem Maingut Schwarm. Guten Morgen zusammen. Es ist Samstag und die Sonne scheint wieder. Es ist einfach traumhaft, das Wetter. Die Weine sind endlich abgefüllt, sie sind zum Probieren und Genießen bereit. Ein Jahr lang Arbeit, Schweiß und Blut, die wir investiert haben, hat sich endlich ausgezahlt. Und wir dürfen unseren Leuten und Kunden die Weine zeigen. Wir haben euch ja eine Woche lang mitgenommen. War eine ganz spannende und vielseitige Woche. Und jetzt wird es Zeit, die Weine mal zu probieren und zu testen. Es ist bereits Montag. Wir wollten eigentlich den Film am Sonntag rausbringen, haben aber ein bisschen verschlafen. Nein, eigentlich so. Jetzt, also wir haben Montag. Genau. Der Film war geplant für Sonntag. Sonntag. Und ihr habt jetzt Mittwoch. Naja, genau, hat sich alles ein bisschen verschoben. Es ist was dazwischen gekommen, hat leider nicht so geklappt, wie wir wollen, aber. Das spielt jetzt keine Rolle. Genau. Wir gehen jetzt ein bisschen in die Rebe, machen ein bisschen Werbung. Genau, für unsere Frühlingsdegustation. Und in bereits 5 Tage, also es für euch 3 Tage. Genau. Also das ist ein Durcheinander mit diesen Tagen. Ja. Ja. Und wir machen noch ein bisschen Fotos und so. Also, wo machen wir das? Gute Frage. Irgendwo hier. Ja, das passt. Und die Sonne ist hier. Gut. Einfach dort, wo es schön ist. Ja, es ist überall schön. Ja, ihr könnt ein bisschen zuschauen, wie wir uns zum Glühen machen. Du bist immer das. Mal so. Oh, jetzt haben wir keine Weise. Kannst du auch holen. Kannst du dann abstellen. Wir haben den Wein vergessen. Wir wollten eigentlich noch den Wein mitnehmen, um euch diesen zu zeigen. Andi sprintet jetzt voll sportlich hinunter. Das ist Sport pur. Das Wetter ist einfach, ich weiß, wir sagen es in jedem Vlog, aber im Moment ist das Wetter einfach wirklich traumhaft. Und für am Wochenende soll es auch schön werden. Also ihr könnt euch freuen, diejenigen, die uns besuchen kommen. Nützt die Gelegenheit, ist einfach Hammer hier oben. Die Aussicht, die man hat, den feinen Wein genießen. Was will man mehr? Er ist schon wieder hier. Hi. Also. Warst du aber schnell. Wer kein Hirn hat, hat Beine. Ich habe einen Regenbogen mitgenommen. Ich glaube, das passt. Ja, super. So. Schön. Nein, mal. Wir haben fast das ganze Sortiment hier und auch ganz viele Spezialitäten, wie der, der Schwarz, der Reserva, der war 42 Monate im Holzfass, ist ein 2015er Jahrgang, ein Wahnsinnswein und natürlich den Orangewein. Orangewein, das ist der Schwarz Zürich, eben, ich heiße nicht Müller. Und komme nicht aus dem Thurgau, eben wie Zürcher sagen natürlich nie Thurgau. Und es ist wirklich 4 Wochen an der Weiße Maische gelegen, hat eine schöne Dichte. Ist ein Wahnsinnswein, 14%. Und da kann man wirklich ein Stück Fleisch vom Grill dazu essen. Passt wunderbar. Was habe ich noch da? Kann ich zeigen, genau. Das ist der Petna, den haben wir schon mal gezeigt. Ja, nachher probieren wir noch ein paar. Petna, tipptopp. Einen habe ich noch nicht etikettiert. Das ist der Schwärzer, der Minus 4. Aus dem Jahr 2016, ein Pinot. Ja, aus dem ersten Frostjahr entstanden. Genau, den haben wir jetzt ganz neu. Auch ein wunderbarer Tropfen. Ja, war Minus 4 Grad. Ja. Im 17 war Minus 11 und eigentlich hätte ich gerne ein Minus 11 gemacht aus dem 17, aber leider hatten wir zu wenig Trauben. Da ging es halt leider nicht. So, also, jetzt machen wir noch ein bisschen Aufnahme für unser kleines Werbefilmchen und dann gibt es noch was Feines vom Grill. Ich habe ein bisschen Arbeit. Ich habe was organisiert für am Samstag, Sonntag zum Essen.
etwas. Ah, das zeige ich euch später. So, fertig von nur rumerzählt von den Weinen. Jetzt werden wir diese natürlich auch probieren. Andi ist schon etwas Feines noch am Vorbereiten. Hallo. Ja, Was machst du da? Ich mache Speerrips. Mal schauen. Feine Speerrips. Fein. Und wir haben ja Degustation und habe gedacht, ja, die Würste, die sind ein bisschen langweilig. Wir machen was Feines. Und jetzt probieren wir ein bisschen Speerrips zu machen. Sieht fein aus. Er ist da schon fleißig. Ich war noch schnell beim Friseur, wie ihr vielleicht entdeckt habt. Ich habe mega Freude daran. So, aber als erstes kommt jetzt natürlich der Petnat. Von dem haben wir schon erzählt. Wir möchten den jetzt natürlich auch probieren, euch erzählen, wie er schmeckt, wie er uns gefällt. Wow, hast du das gehört? Oh. Bisschen, ja. Ich bin hier beschäftigt, aber es tupft. Wie verrückt. Cool, jetzt müsst ihr mal schauen. Schön. Schöne Kohlensäure. Boah, der hat eine Frucht. Den haben wir ja abgefüllt während der Gärung. Und der ist jetzt eigentlich etwa fertig. Und wie schmeckt er? Hast du mich auch ein Glas? Oh. Ist gut? Ein Träumchen, ja. Super. Ja, wunderbar. Wir müssen ja den Koch auch noch ein bisschen verwöhnen, nicht dass er am Verdursten ist. Wenn man die Speerrips macht, dann muss man immer die Silberhaut abziehen. Das habe ich gar nicht gewusst. Und ja, seit ich jetzt diesen Smoker habe, muss man diese Silberhaut abziehen. Das geht noch recht gut. Ja, das geht ziemlich gut. Und das ist auch viel besser und würziger. Mhm. Was ich jetzt noch machen muss, ist dann mit diesem Rib hier. Ein. Boah. Ja, da muss immer viel. Ja, ja, also genügend Material drauf. Da gehört richtig was drauf. Und wenn es dann endlich so weit ist, kommt es dann auf den Grill. So, aber jetzt probieren wir zuerst einmal den Wein. Wir bekommen heute Abend eben noch Besuch. Und dann haben wir gerade gedacht, weil wir ja für das Frühlingswochen ein bisschen testen wollen, machen wir das gleich heute Abend, den Testlauf. Die Hühner sind auch schon da, das gibt es nicht im Fall. Es gibt nichts hier unten. Also Andi, wenn die Hühner nicht brav sind, schmeiß sie gleich auch mit auf den Grill. Die kommen auch noch, ne? Aufgepackt, Hühner, ne? Ja, auch. Ich habe den Schwarz-Zürich geholt, ist das gut? Ach, hervorragend, der passt. Natürlich heizen wir mit Rebholz. Was sonst? Und das Gute am Rebholz ist, ja, wir haben jetzt eh genügend gemacht, und das Gute am Rebholz, das verbrennt echt langsam und es ist nie zu heiß im Smoker, also in den Garraum. Das ist richtig praktisch. Die kommen jetzt rein für 2 Stunden und später kommt noch die Glasur. Marinade. Ja, wie das immer heisst. Das hat alles einen englischen Namen. So, jetzt gehen wir ein bisschen die Schwarz-Weiß probieren. Nein, Schwarz-Zürich. Schwarz-Zürich. So, mach mal mit auf. Das ist jetzt der Schwarz-Zürich. Ja, der Schwarz-Zürich, das ist wirklich ein Wein. Orangewein ist ja an der Maische vergoren, war etwa vier Wochen an der Maische, hat eine richtig schöne, kräftige Struktur, ja. Intensiv und hat auch genügend Gerbstoffe, da passt auch so ein Schweinerippchen dazu, also ja, das passt echt gut, grillgut. Ist kein Apro-Wein. Nein, gar nicht. Also ist wirklich ein Wein zum Essen. Wir haben einmal, als wir den Schwarz-Zürich wirklich ganz neu hatten, den ersten, den wir gemacht hatten, vor 2-3 Jahren war das ungefähr, haben wir gedacht, wow, cool, oder? Toller Wein. Den nehmen wir mal zum Apro. Wir testen ihn. Haben dann schon ein bisschen mehr Häppchen und so gemacht. Aber hey, also, gell, Schatz? Seit damals haben wir gesagt, hey, es ist kein Apro-Wein, weil er ist einfach viel, viel zu schwer. Ja, hat zu viel Wumms drin. Hat zu viel Wumms, dann muss man ein gutes Stück Fleisch mit viel Eiweiß haben. Dann passt er richtig gut.
130 Grad sollte es sein. Super. Und damit die Temperatur immer gut reguliert ist, dann habe ich mal gesehen, wo kann man hinstellen. So. Muss man immer die Klappe hier auf, zu machen, je nachdem wie gut dass es brennt. Und ich mache das noch nicht so lange. Also ich habe nicht immer den ganzen Tag Zeit. Bist noch grün hinter den Ohren. Ich bin noch grün hinter den Ohren mit dem Smoker. Ja. Aber nur mit dem Smoker. Mit dem Smoker. Also das Wein machen kannst du. Aber es sieht schon toll aus mit dem Rebholz hier unten. Also so richtig urig. Und ja, dann haben wir uns auf deinem 40. gekauft. Ja, auf Geburtstag. Ja, haben wir auch schon einen Vlog gemacht, wie wir ihn ausgepackt haben. Ja. Wir filmen immer alles. Das ist jetzt der Pinot Noir Schwarz, den Reserva. Ist ein 2015er Jahrgang, also ein etwas älteres Modell, aber ein Traum. 2015er, das ist ein Pinot Noir, das haben wir gemacht. Der war wirklich 42 Monate, also 4 Jahre im Holzfass. Einfach vergessen, in den Ecken gestellt. Ja, zwischendurch also schon mal ein bisschen. Indirekt vergessen. Also ja, indirekt vergessen, kontrolliert vergessen. Genau. Und er hat sich, wenn man Pinot Noir. Mein Glas holen. Was ist das Glas? Du hast das meins. Ist dein. Oh. Meins ist dein Grill. Mein Mann klaut mir immer die Gläser. Meins war noch beim Grill. So. Ah, das bin eben 2015 in. Vergessen, was ist noch genau? Und wenn man so einen Wein vergisst, der reift so richtig schön und der hat so die das richtig schöne reife Pinot Noir. Also das ist genial. Also das ist wirklich schön fruchtig auch, aber das Holz riecht man auch ein bisschen. Das ist wirklich. Ich empfehle euch den Wein nur zum Probieren. Das ist genial. Nur zum Probieren? Ja, auch beides. Man kann natürlich auch kaufen, aber muss probieren ist auch schon wert. Aha, so. Ja. Es ist schon zu heiß. Schon zu heiß. Ja, 140. Ah, ja. Jedenfalls habe ich ein bisschen Rosmarin und das kommt hier rein. Das Fleisch bleibt jetzt 2 Stunden hier drin bei 130 Grad. Dann kommt das Glanz, die Lasur drauf und am Schluss holt er das so. Wie karamellisieren? Karamellisieren genau. Und auseinanderfallen, wenn man es vom Knochen zieht. Also, bin gespannt, ob das funktioniert, ob ich das hinkriege. So, und jetzt hängen wir es noch ein bisschen hin. Ja, jetzt ist schönes Wetter. Mein Arm wird müde. Das Wetter ist genial. Danke. Schönes Wetter hier. Sonnenschein hier. Sonnenschein im Rebberg. Priska genießt die Sonne. Also wir genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Genau. Wir probieren hier Rippchen fertig zu machen. Wir erzählen euch dann, ob sie geschmeckt haben. Ja, genau. Die Degustation ist am Wochenende. 6. und 7. April. Wenn ihr vorbeikommt. Ja, vielleicht hat es da noch ein paar Spirits. Sollte noch ein paar haben. Genau. Die gibt es an der Degustation. Kommt vorbei, probiert unsere neuen Weine. Ja, wir würden uns spannend. Freuen, euch kennenzulernen. Ihr lernt uns kennen, unsere Weine und überhaupt. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, weitererzählen. Macht es gut. Danke vielmals. Tschüss. Das ist mega fein. Wow, so genial. Bei uns an der Degustation am Wochenende.